Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche, die doch ein bisschen gemischt war von Highlight über tolles Buch, über Abbruch und ein bisschen enttäuscht ist diesmal so alles dabei. Während ich das letzte Mal ja gefühlt in der ganzen Welt unterwegs war, habe ich hier zumindest das Bewertungsspektrum irgendwie von bis. Also ja, zudem habe ich weitergemacht mit Stranger Things. Und ja, alle Bücher, es sind insgesamt kurz 10, 5 Stück, wobei nur zwei echte Bücher da liegen, weil ich nach wie vor sehr große Probleme habe, ein Buch zu halten, nachdem es die Armschmerzen waren und die sich jetzt so ins Handgelenk verlagert haben. Ach, Geduld ist eine Tugend, die ich leider nicht so habe. Aber ja, ich tue mir sehr schwer, Bücher festzuhalten, so mit beiden Händen. Und da klappt aktuell E-Book und auch Hörbuch einfach ein bisschen besser. Ich muss mal sehen, ich habe ein, zwei Rezensionsexemplare als echtes haptisches Buch da. Wie ich das vielleicht so in den nächsten ein, zwei Wochen, kann man es ja vielleicht noch so ein bisschen hinauszögern. Aber ja, die 5 Bücher plus die Zeitstempel findet ihr aber unten in der Infobox. Also wenn ihr da zu irgendeinem springen wollt, schaut da gerne vorbei. Und auch wann sonst das sonstige Geplauder so ein bisschen startet. Das erste Buch ist ein Buch aus dem Einhorn Verlag, wo es ja ein wunderbares Oster-Unpacking gab, was ich euch ebenfalls unten verlinke. Und zwar ist das Schmetterlingselfen erzählen von Christel Vogel. Auch von der Aufmachung wirklich schon ein richtig, richtig tolles Buch. Dann habe ich gelesen von Claudis Welt, Sammy, endlich ankommen. Das war tatsächlich so ein bisschen das Buch, was mich diese Woche enttäuscht hat. Das nächste war dann das Hörbuch, das erste der Woche, nämlich Die Marveller von Donielle Clayton. Das Hörbuch habe ich, ja, abgebrochen. Tat mir tatsächlich auch richtig, richtig leid. Dann habe ich gelesen Die Stadt aus Messing von S.A. Chakraborty. Ich hoffe, man spricht es so aus. Ein Buch, was uns in Tausend und eine Nacht entführt. Und wieder ein sehr gelungenes Buch von Helen Harper ist dann der Auftakt einer Dilogie, nämlich Magic Sparks, was ich dann in 3 Tagen weggesuchtet habe. So wie das manchmal eben ist. Gerade bei schönen Temperaturen, man ist viel im Garten unterwegs und irgendwie Unkraut und ja, oder sitzt auch nur rum und genießt dann einfach so die Sonne im Gesicht und dass einem jemand was vorliest. Das kann ich ja richtig, richtig gut, muss ich ganz klar sagen. Wir beginnen mit dem ersten Buch, wie gewohnt, nämlich Schmetterlingselfen erzählen von Christel Vogel. Ist mir vom Einhorn Verlag zur Verfügung gestellt worden. Das Unpacking unten in der Infobox, das war ja ein richtig, richtig schönes Osterpaket. Es gibt auch ein Malbuch dazu. Ich habe als Malbuch, ich glaube, die Kräuterelfen da stehen, richtig? Was ich mir jetzt auch unbedingt mal so ein bisschen Richtung Garten und so auch mitnehmen und hinlegen möchte. Und ich möchte wirklich sagen, dass mir die Schmetterlingselfen unglaublich gut gefallen haben. Für mich wirklich ein Highlight-Kinderbuch. Es war richtig schön aufgemacht. Es hat tolle Infos über Schmetterlinge, es ist kindgerecht erzählt, es ist locker, es ist leicht geschrieben, es lässt sich toll vorlesen. Man merkt wirklich, wie viel Mühe sich die Autorin gegeben hat, um kindgerecht Informationen so spielerisch zu vermitteln. Und ich fand auch tatsächlich die Bilder sehr, sehr, sehr detailverliebt. Tut mir nicht so ganz einfach, mach das hier mal mit links. Also man sieht hier eben einen wunderbaren Schmetterling und ja, wir haben eben immer eine Seite, so ein bisschen Text. Tatsächlich auch Dinge, die wirklich zu dem Schmetterling eben informativ gehören, aber das natürlich alles so ein bisschen ausgeschmückt und ein bisschen nicht nur mit Informationen so trocken irgendwie, sondern wirklich sehr kindlich, sehr lieblich, sehr detailreich, und mir hat das echt großen, großen Spaß gemacht. Also ja, ich weiß schon, welches Kind von mir dieses Buch demnächst auf jeden Fall geschenkt bekommt. Ich hatte großen Spaß damit. Also natürlich muss man sagen, jetzt als Erwachsener nimmt man nicht ganz so viele Informationen daraus, aber es war einfach so schön, ja, auch dieses Kindliche nochmal so zu erleben mit dieser Neugier, dieser Faszination, diesem Interesse an etwas Neuem. Das hat mir super viel Spaß gemacht und ich hatte da wirklich ja, große Freude daran, das zu lesen, mir die Bilder anzusehen, das so ein bisschen zu vertiefen, und ich hatte da ja großen Spaß, große Freude, und ich freue mich jetzt schon, wenn ich die Kinderaugen sehe, die dann hoffentlich demnächst dieses Buch entdecken und dabei ihren Spaß haben. Also richtig schön, da bin ich wirklich happy, dass ich mich an dieses Kinderbuch getraut habe, weil ich ja doch dachte, ist das was für mich? Aber ja, für jeden Erwachsenen mit, ohne Kind, es können ja auch die Nichten, die Nachbarn, die Neffen, was auch immer sein, die befreundeten Kinder sozusagen. Richtig, richtig toll. Kann ich wirklich nur empfehlen, wer ein schönes Kinderbuch sucht.
Dann ein Buch, das mich leider ein bisschen enttäuscht hat, und zwar Sammy, endlich ankommen von Claudis Welt. Ja, tatsächlich hat Claudia hier nicht ihren Namen verwendet, sondern einfach unter ihren YouTube-Kanal sozusagen das Buch herausgebracht. Ich mag Claudis YouTube-Kanal super gerne. Ich mag ihren Beauty-Content sehr gerne. Sie wirkt sehr authentisch, überhaupt nicht irgendwie abgehoben oder sonst was, sondern sie macht richtig tolle Beauty-Videos, die mir Spaß machen. Ich verlinke ihren Kanal auch mal unten in die Infobox und ich habe mich sehr gefreut, als sie erzählt hat, dass sie eben ein Buch herausbringt, nämlich ein Buch über ihren Hund Sammy. Ich finde, ja, der ist auch sehr gut getroffen, wenn jetzt natürlich man bei dem Cover auch sieht, dass das einfach nur ein Foto ist, wo, also, na, es ist jetzt nicht wirklich Cover gestaltet, aber das muss es tatsächlich gar nicht. Ich wollte Claudi einfach unterstützen und finde auch so Kleinstverlage super interessant. Und Danny Pelletier, der im Grunde hier der Verlagschef ist, der schreibt eben selbst und bringt dann eben auch seine eigenen Bücher eben unter anderem raus und auch mit Maxim Giacomo zum Beispiel Kochbücher und es gab auch irgendwie ein Schminkbuch. Also sehr kreativ. Sie erzählt hier die fiktive Geschichte und das ist ganz wichtig von Sammy, der bei ihr eben als Tierschutzhund angekommen ist und sie eben in seiner Perspektive schreibt, wie er eben sein Leben erlebt hat, bevor er bei ihr angekommen ist. Denn als Babywelpe ist er wohl der kleinste von seinem Wurf und wird von seiner Mutter liebevoll auch umsorgt. Die hat es aber als freilaufende Hündin eben im, ich glaube, die sind aus aus Bosnien, genau, ja, hat es da aber natürlich überhaupt nicht leicht und es gibt auch einige Probleme mit anderen Hunden, aber auch mit bösen Menschen, die eben auch Gewalt an den Hunden ausüben. Jetzt weiß man natürlich, dass Sammy Glück hatte, dass er als Tierschutzhund irgendwann nach Deutschland gekommen ist und man weiß im Ende, dass es ein Happy End zumindest für Sammy gibt. Ich fand es sprachlich von Claudi wirklich schön erzählt. Ich mochte die Perspektive aus dem Hund, aus der Hundesicht. Das muss man natürlich mögen, keine Frage. Ich weiß, es gibt Menschen, die mögen das nicht. Aber für mich war das absolut in Ordnung. Ich fand es auch einfach schön, diesen Blick eines Hundes irgendwie erzählt zu bekommen. Es ist sehr leicht, es ist sehr locker geschrieben, also man hat schon das Gefühl, dass man auch Claudi irgendwie im Ohr sozusagen hört, wenn die Geschichte erzählt wird. Mein Problem war ein bisschen die Sicht des Hundes, dass er doch sehr vermenschlicht wurde. Das ist für mich noch okay und vielleicht auch nachvollziehbar. Also gerade die Gefühle von Sammy zu seiner Mama, dass Tiere Gefühle haben, steht für mich außer Frage. Und dass da natürlich auch einfach so dieser Mutterinstinkt ist und ein Hundewelpe eben auch weiß, wo er Gutes findet, dass das bei der Mama ist. Ich glaube, das ist uns Säugetieren alle gegeben. Und dass einfach hier Instinkt herrscht und Gefühle sind, genauso wird es tatsächlich sein. Mein Problem war aber, dass Sammy so ein paar Dinge wusste über uns Menschen, die er eigentlich nicht wissen konnte und ich mir so dachte, ach, das hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können. Also eher mit Beschreibungen als mit, dass er gewisse Worte kannte. Ich fand auch sehr realistisch, wie das Leben auf der Straße für die Hunde dargestellt wurde. Ich glaube, nein, also man weiß, dass es sehr böse Menschen auf dieser Welt gibt, die Tieren überhaupt nichts Gutes wollen, die Tiere wirklich auch verletzen und quälen und das kommt hier leider auch sehr deutlich heraus. Mir ist das absolut klar, dass das auf den Straßen dieser Welt so ist. Aber ich möchte das in dem Buch nicht so explizit lesen. Also mir war das manchmal zu brutal, zu traurig und zu viel. Das, ja, also für mein Herz, und das schlägt sehr groß für Tiere, geht das irgendwie nicht. Man spürt die Bösartigkeit vereinzelter Menschen hier drin und auch sehr konkret, wie den Hunden wehgetan wird und das will ich nicht lesen und das kann ich auch nicht. Also auch bei Thrillern ist es bei Tieren und Kindern bei mir vorbei und ich lese jetzt hier ja keinen Thriller, wo man ja noch denkt, das ist irgendwie sehr fiktiv. Hier weiß man ja, dass es auf den Straßen in Bosnien, Rumänien, Bulgarien, wo auch immer genauso aussieht. Ich vertrage das tatsächlich nicht. Also ich komme da an meine Grenzen. Ich hätte mir ein bisschen weniger davon gewünscht und dafür mehr eben von der Zeit von Sammy, als er eben im Tierschutz dann ankommt, wie die Tierschützer arbeiten, wie die vielleicht darauf aufmerksam wurden, wie dann eben auch einfach Claudi mit ihrem Partner zu dem Hund gekommen ist, denn man erfährt ja alles nur so aus seiner Sicht und wie er dann am Ende irgendwo ja in seinem Happy End ankommt. Vielleicht hätte ich mir auch noch so ein bisschen anfänglich gewünscht, wie er das neue Zuhause inspiziert.
Also es, ich wollte es mögen und ich fand auch wirklich Claudis Stil sehr gut. Vielleicht hätte noch das ein oder andere Korrektorat ein bisschen geholfen, aber das möchte ich jetzt gar nicht so hochhängen. Mein Problem ist tatsächlich diese Gewalt an Tieren, die für mich hier eben nicht fiktiv in einem Thriller stattfindet, sondern ich einfach weiß, es ist auf diesen Straßen so und das kann ich einfach nicht. Und das habe ich auch nicht erwartet, dass das so viel passiert. Also es waren da so drei Szenen, die ich wirklich heftig fand und wo ich mir wirklich dachte, was bringt das jetzt? Bringt uns diese Gewalt weiter? Muss ich die so explizit erklären? Ich kann es mir auch so vorstellen, was manche Menschen mit Tieren auf der Straße tun. Ja, es war mir sehr viel Bösartigkeit und das habe ich, also ich weiß, dass es so ist, ich habe das aber nicht in dieser Geschichte erwartet. Tatsächlich sehr schade, ist ein Buch, was definitiv weiter wandern wird, wobei ich die Autogrammkarte von ihr tatsächlich ganz süß finde und natürlich sehr froh bin, dass Claudi hier so ein großes Herz bewiesen hat und eben einen Tierschutzhund aufgenommen hat. Also das ist ja definitiv auch meine Devise und das möchte ich auch unterstützen. Das habe ich in dem Fall auch unterstützt, aber ich, ja, die Gewalt hätte es für mich nicht so gebraucht, aber umso schöner, dass es Sammy jetzt gut hat, aber dass natürlich wahrscheinlich Millionen andere Tiere nicht so viel Glück haben, sollte uns, glaube ich, auch allen klar sein. Und schon parallel habe ich die Marvela angehört von Donyell Clayton. Das hatte ich bei Anka, glaube ich, bei irgendwelchen Neuerscheinungen mal gesehen oder bin da irgendwie von ihr drüber gestolpert. Das ist der Auftakt einer Kinderbuchreihe, die ab 10 Jahren empfohlen wird. Und Sprecherin ist Abak Safai Rat. Ich hoffe, man spricht es so aus. Und da möchte ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Der Vortrag war richtig toll. Verschiedene Stimmen für verschiedene Charaktere. Und man konnte sie auch wirklich ein bisschen schneller hochdrehen. Das ist gerade bei weiblichen Stimmen nicht immer ganz so einfach. Hat hier aber super geklappt. Und ich möchte sagen, es lag diesmal nicht irgendwie am Sprecher, an der Sprecherin. Die hat wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Es geht in der Geschichte um Ella, die es geschafft hat und als erste Fabuliererin nach Arcanum darf. So rum ist es. Arcanum ist ein magisches Marvella-Internat über den Wolken und die Welt ist hier zweigeteilt. Wir haben oben die magischen Marvella, die magischen Menschen sozusagen und unten die Simplen. Allerdings haben die Marvella oben eben doch einige Vorurteile gegenüber Fabulierern, wo Ella dazu gehört, beziehungsweise eben auch all den nicht magischen Menschen, die eben unten sind und sie lassen eigentlich auch keine Nicht-Marveller, also in dem Fall auch Fabulierer, in ihr Internat, in ihre Welt. Denn die Fabulierer durften jetzt auch über 100 Jahre nicht in diese magische Welt und mit Ella haben wir jetzt hier eine neue Generation, die eben auch als erste seit Jahrhunderten jetzt wieder in dieses Internat darf und das eben sich jetzt auch so ein bisschen etwas verändert. Und sie kommt jetzt in diesem Internat an und spürt recht schnell, dass die Mitschüler sie das auch spüren lassen. Und die Art, wie das geschieht, kam mir doch alles sehr, sehr bekannt vor. Ich habe das Buch nach so knapp einem Viertel abgebrochen. Nicht, weil ich es irgendwie schlecht fand oder langweilig. Es hat einfach sich total nach Harry Potter angefühlt. Und jetzt könnte man noch sagen, na, das ist doch super. Nein, auf diese Art war es eben nicht. Es ist eine sehr fantasievolle Welt. Es war wunderschön erzählt. Es ist bestimmt richtig toll für Kinder und auch Jugendliche. Es war sprachlich leicht und dennoch bildhaft. Und man konnte sich diese zweigeteilte Welt durchaus sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Message, die in dieser Geschichte dann erzählt wird, wichtig ist. Mir war es aber einfach viel, viel, viel zu nah an Harry Potter. Und ja, vielleicht sogar an Nevermore, wenn man so darüber nachdenkt. Denn gerade was auch so das Internat da angeht und diese spezielle Welt, daran könnte man auch noch sagen, dass sich das erinnert. Es ist jetzt keine Kopie, das möchte ich jetzt damit gar nicht ausdrücken. Aber es gab zum Beispiel Mitschüler, deren Beschreibung und die Art, wie sie gesprochen haben und wie dann auch die Vertonung war, man absolut wusste, wer da die Vorlage aus Harry Potter ist. Es gab Lehrer, es gab Gegebenheiten, wo wirklich zum Teil, dass einfach man direkt eine Trelawney vor Augen hatte, man direkt irgendwie eine McGonagall vor sich gesehen hat und ich einfach dachte, ich bin hier im falschen Film. Und das ist ein Gefühl, was ich sehr, sehr selten habe, dass
obwohl es jetzt nicht eine 1:1 Kopie ist, das möchte ich gar nicht sagen, aber dass es so inspiriert ist, dass es mir als absoluter Potterheld nicht möglich ist, diese Geschichte irgendwie zu trennen. Auch wenn ich jetzt an Ella denke und so ihr Außenseiter-Dasein, das erinnert natürlich sehr an Hermine und weil sie ja eben eine Muggelgeborene ist und also auch wie drumherum, wie sie behandelt wird, das erinnert auch durchaus an verschiedenste Konstellationen zwischen den Slytherins und Hermine und mir war das einfach viel, viel, viel zu nah. Ich glaube, dass einem die Geschichte gefällt, wenn man Harry Potter nicht kennt oder man es im Kopf trennen kann oder Harry Potter vielleicht auch nicht so ein großes Ding bei einem selbst ist. Ich konnte es einfach nicht und es tut mir tatsächlich leid, weil ich glaube, dass diese fantasievolle Geschichte es durchaus verdient hätte, dass man sie mag, dass man sie gerne hört, dass man auch gerne weitermacht. Aber wenn ich Harry Potter Gefühle möchte, dann lese ich Harry Potter. Und ich fand das wirklich schwierig. Also es war wirklich auch schon zu Beginn, wenn wir hier dort ankommen, man hatte wirklich das Gefühl, man sieht jetzt das Hogwarts-Schloss und man wird von McGonagall hereingebeten. Es gibt dann auch 5 verschiedene Untergruppen, was natürlich auch erinnert. Auch die Auswahl war ein bisschen anders, aber ja, es tut mir echt leid. Ich wollte es mögen, hatte aber recht schnell, also ich hatte nur Harry Potter Charaktere, Orte, Lehrer vor Augen, wo ich wirklich dachte, nee, also ich kann das nicht auseinander trennen. Und dann habe ich es nach einem Viertel leider abgebrochen und werde auch die Reihe dementsprechend natürlich nicht fortführen, obwohl ich schon denke, dass das wirklich eine schöne Reihe ist. Vielleicht habt ihr das ja gelesen und seid keine so Potterheads wie ich und wollt das Buch ein bisschen pushen und das Schöne darüber berichten, dann natürlich gerne in die Kommentare. Ich kann da auch nicht objektiv so tun, als kenne ich Harry Potter nicht. Also das, und ich möchte ja auch Spaß beim Lesen haben. Ja. Dann ging es weiter mit einem Buch, was ich eigentlich schon als Highlight gesehen habe. Die Stadt aus Messing von S.A. Chakraborty ist der Auftakt einer Trilogie. Band 2 ist schon da, Band 3 erscheint im August. Dieses wunderschöne Cover ist mir schon einige Male aufgefallen, auch schon vor den Neuerscheinungen, als es dann eben auch im Regal stand. Und ich hatte schon ganz oft die Hand dran und dachte, ach, das wird bestimmt ein Highlight. Man ist hier in Kairo, Ägypten unterwegs, du hast hier Orient und 1001 Nacht. Und da war schon immer so direkt der Gedanke, nimm es doch direkt mit, es wird ein Highlight. Leider hat es dazu nicht gereicht. Aber um was geht's? Es geht um 2 Charaktere, die wir im Laufe der Geschichte einfach begleiten. Wir sind zu Beginn auch in Kairo, also einer meiner liebsten Länder, nämlich in Ägypten und auch eine Stadt, die ich wirklich wahnsinnig beeindruckend fand. Wir treffen auf Nari, sie ist eine junge Heilerin und verdient ihr Geld zum einen damit, aber auch mit nicht so ganz legalen Mitteln. Sie ist allein, hat keine Familie, keine Freunde mehr. Sie hat eine besondere Begabung. Sie kann sehr schnell Sprachen erlernen, verwenden, verstehen, weiß aber gleichzeitig nicht, wo ihre eigene Muttersprache sozusagen herkommt. Als bei einer Austreibung so ein bisschen was schief geht, trifft sie auf Dara, einen Djinn. Und er erkennt recht schnell etwas in ihr und will ihr auch ihre Vergangenheit näher bringen ihr zeigen, wo sie herkommt, was er für einen Verdacht hat, was sein Gefühl ist. Und er erzählt ihr dann eben auch so ein bisschen die Geschichte der Djinns, wie das alles so gelaufen ist, wie sie unterdrückt wurden, warum es verschiedene Clans sozusagen gibt. Und mit ihm zusammen reist Nari jetzt eben an einen Ort, wo ihr etwas über ihre Vergangenheit erzählt wird. Gleichzeitig begleiten wir den jungen Mann Ali, der auch so ein bisschen in merkwürdige Geschäfte scheinbar verwickelt ist, zumindest zu Beginn der Geschichte. Er lebt doch recht geheimnisvoll und es wird auch lange nicht so richtig erklärt, dementsprechend möchte ich da gar nicht so viel sagen, aber durch diese 2 Perspektiven lernen wir 2 sehr unterschiedliche Charaktere kennen, die eben auch ganz unterschiedliche Blicke auf unsere Welt in dieser Geschichte sozusagen nehmen. Und das macht tatsächlich die Erzählung ein bisschen einfacher, zwar auch komplizierter und komplexer, aber man hat hier eben auch einfach 2 verschiedene Wege und Interessen, die irgendwie gezeigt werden. Es war eine wirklich tolle und spannende Fantasy-Geschichte, die mir an mancher Stelle aber zu viel war. Und ja, das mag jetzt tatsächlich was heißen. Das Worldbuilding der Autorin ist wirklich großartig. Es ist ja Wahnsinn, was sich hier ausgedacht wurde.
Es hat wirklich den Zauber von Tausend und einer Nacht. Das ist absolut zu spüren. Wir sind hier im Orient. Man riecht förmlich den Sand und die Wüste. Wir sind auf Basaren unterwegs und wir spüren so die mir sehr geliebte Freiheit von Afrika. Und ich finde, das ist wirklich gut eingefangen mit Farben, mit Gerüchen, mit Musik, mit Geräuschen. Richtig, richtig toll. Es ist sehr detailreich. Und so schön ich das bei Fantasy finde, hier fand ich es manchmal sehr detailverliebt. Also es war mir an mancher Stelle tatsächlich einfach zu viel. Ich wurde überfahren mit Informationen und ich konnte das alles gar nicht so richtig verarbeiten, gar nicht so richtig greifen und es war einfach zu viel. Denn es kommen ja auch noch andere Informationen dazu, die man ja auch noch irgendwie aufnehmen möchte. Es war mir in manchen Teilen zu viel. Und es ist auch so das Problem, dass manchmal Dinge in der Geschichte von Charakteren in der Geschichte erzählt wurden und das war irgendwann einfach unfassbar verwirrend. Es gab einige Charaktere, Nari fand ich durch ihre freche Art tatsächlich mal ganz erfrischend. Ich mochte sie sehr gerne, man kam ihr aber nicht sehr nah. So ging es mir auch mit Ali, der auch recht blass geblieben ist, obwohl wir ihn ja auch wirklich in der Perspektive verfolgen. Ich konnte auch seinen Zwiespalt, den er in der Geschichte entwickelt, nicht so ganz verstehen. Auch seine Motivation, wie er Dinge tat, konnte ich nicht so richtig nachvollziehen. Also ich wurde mit beiden nicht so richtig warm. Auch die Erzählstimmen von beiden waren mir persönlich einfach wieder viel, viel zu ähnlich. Ich wünsche mir da einfach deutlichere Unterschiede, dass eben nicht beide Dinge und Gedanken gleich ausdrücken, sondern das eben unterschiedlich machen. Es gab auch einiges an Nebencharakteren, die ja vielleicht sogar ein bisschen greifbarer waren, weil sie eben doch in vielen Dialogen mit unseren Charakteren standen, aber es waren einfach auch zu viele. Es wurden viele erwähnt, Namen waren sehr ähnlich und fand ich schwierig. Der Start der Geschichte war tatsächlich gut, man kommt gut rein, wie ich fand. In der Mitte wurde es dann zu viel, man hält sich dann auch zu lange auf und ich habe mich auch da manchmal einfach ein bisschen verloren gefühlt. Und das Ende, ja, war schon okay. Ich weiß auch bei dem Cliffhanger, was der Gedanke dahinter war, war aber persönlich nicht ganz so meins. Zudem waren es auch so politische Intrigen, die ich mir zwar gewünscht habe, die aber auch einfach viel zu viel waren. Und die eigentliche Geschichte blieb irgendwie im Hintergrund. Also der rote Faden ging zwischendrin einfach verloren. Also es war eine gute Geschichte. Sie ist definitiv nichts für Fantasy-Einsteiger. Aber auch für Fantasy-Erfahrene wie mich könnte sie zu viel sein. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen schwer getan. Mit den verschiedenen Wegen und diesem vielen und auch so, ja, war nicht ganz meins. Es war okay, es war schön, es gab wirklich tolle Stellen. Gerade dieses ganze afrikanische, orientalische hat mir richtig gut gefallen. Aber an die Charaktere wäre ich gern näher rangekommen und einfach so eine Spur weniger und dafür irgendwie so ein bisschen den konsequenten roten Faden mit Spannung. Ich glaube, das hätte der Geschichte tatsächlich ein bisschen besser getan. Und vielleicht wäre es dann auch das erwartete Highlight geworden. Ich kann noch nicht sagen, ob ich weiter lese. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar Rezensionen zum zweiten Teil anschauen und mal gucken, ja, ob mich das irgendwie packt. Aber wenn es jetzt so nur okay war, ist natürlich dann auch immer schwierig zu sagen, ich mache da weiter, weil es gibt halt auch viele Highlight-Reihen, die ich weiter verfolgen möchte oder vielleicht auch neu entdecken möchte. Ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Werde mir aber jetzt vielleicht auch einfach so ein paar Rezensionen einfach mal anschauen, bevor ich mich da festlege. Und es war ein gutes Buch, gar keine Frage. Also ich würde sagen, gut, mit ein bisschen was an Kritik, mit ein bisschen was, was toll war. Aber tatsächlich nicht ganz so das getroffen, was ich mir, glaube ich, da einfach gewünscht und vorgestellt hatte. Und das letzte Buch war dann ein weiteres Hörbuch, weil, wie gesagt, E-Book und Hörbuch definitiv besser mit der Hand zu handhaben ist als ein echtes Buch. Und zwar Magic Sparks von Helen Harper ist ja die Autorin der Hexfiles, die ich letztes und vorletztes Jahr sehr, sehr gefeiert habe. Das E-Book gibt es auch für 6,99 € und es ist auch nur als E-Book und Hörbuch erhältlich. Es gibt keinen Print, das war ja auch leider schon bei den Hexfiles der Fall, wo ich ja eigentlich gerne tatsächlich, weiß so eine Highlight-Reihe war, irgendwie ein Band im Regal hätte, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Es ist der Auftakt einer Dilogie, so wie ich das zumindest gesehen habe.
Der zweite Teil ist auch schon für Anfang August angekündigt und es ist die Firebrand-Reihe. Gesprochen wird das Hörbuch von Mary Lou Pullman. Auch niemanden, die ich jetzt so bewusst vorher wahrgenommen habe, aber auch hier hat mir die Sprecherin sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch, dass sie es toll so ein bisschen unterschiedlich erzählt hat, wenn sie auch zwischen ja, verschiedenen Charakteren so ein bisschen die Dialoge gestaltet hat, das hat mir richtig gut gefallen. In der Geschichte geht es um Ella Bellamy, die so Ende 30 ist und bei der Polizei arbeitet in London. Sie ist Polizistin in Ausbildung. Ihre letzte Station jetzt in der Ausbildung ist der Supernatural Squad. Und man kann es sich schon vorstellen, wir haben hier Urban Fantasy. In London gibt es hier eben auch magische Wesen. Und in ihrer Abteilung, zu der sie jetzt eben kommt, da soll sie jetzt im Grunde auch ermitteln. Bei ihrem ersten Einsatz zusammen mit ihrem Partner wird sie allerdings ermordet. Also es läuft nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Wacht allerdings wenige Stunden später in der Leichenhalle auf und ist erstmal ein bisschen verstört, was hier eigentlich los ist. Jetzt möchte sie und muss auch herausfinden, was passiert ist und wie sie jetzt auf einmal auch wieder lebendig geworden ist. Und sie macht sich auf die Suche nach ihrem Partner, der auch verschwunden ist. Und es gibt auch einen vermissten Werwolf, der gesucht wird. Und wir sind hier in der Urban Fantasy unterwegs und wir haben hier wirklich Urban Fantasy für Erwachsene mit einer richtig, richtig tollen Protagonistin. Ich mochte Emma von Anfang an durch die Ich-Perspektive, die Helen Harper hier wieder wählt, so war es auch schon bei den Hexfiles, kommt man der Protagonistin sehr nah, man ist bei ihren Gedanken, Gefühlen, man ist bei Dialogen richtig mittendrin dabei und das macht Helen Harper hier auch wieder richtig, richtig gut. Das passte wirklich wieder perfekt und es hat super viel Spaß gemacht. Die Geschichte ist eben, wir sind in einem fiktiven London, wo eben wir Menschen auch ganz normal neben Vampiren und Werwölfen leben. Das ist tatsächlich etwas Normales, auch wenn sich diese Gruppen weitestgehend aus dem Weg gehen und leben eben auch irgendwie zusammen und das hat tatsächlich Spaß gemacht. Also wir haben hier Vampire, die Vampire sind. Wir haben hier auch so ein bisschen diesen Kampf zwischen Vampiren und Werwölfen. Und mittendrin ist eben auch unsere Emma, die hier so eine Art auch ein bisschen Krimi-Fall lösen muss. Weil wir haben hier Verschwundene, wir haben sie natürlich auch als eigentlich Tote. Und wir sind auf der Suche nach Vermissten, nach dem ganzen Drumherum-Rätsel. Und das wird alles sehr locker und leicht erzählt. Es macht wirklich Spaß, in dieser Geschichte einzutauchen. Das Hören lief wirklich förmlich von allein. Man hat London vor Augen, die Charaktere vor Augen, es ist ganz toll gemacht, man kann miträtseln, es sind tolle Wendungen und Ideen in dieser Geschichte enthalten, es hat auch richtig Spaß gemacht. Ich mochte Emma wirklich sehr gerne, ich fand den Charakter wirklich toll, sie war eine taffe Frau, sie war stark, hat aber in den richtigen Momenten auch ein bisschen Schwäche gezeigt, sie hat einen sehr trockenen Humor und auch so eine besondere Art, einfach so ein bisschen auf ihren Job zu sehen, auf ihre Welt, auf ihr Umfeld, auch wie sie so anfangs damit hadert, was sie jetzt eigentlich irgendwie ist, wie das passieren konnte und so weiter. Also das fand ich toll. Auch die Nebencharaktere waren sehr toll beschrieben, sind alle cool und lässig und irgendwie, wie wenn eben all das normal ist und es sticht eben auch nichts Besonderes hervor. Das hat mir gut gefallen, besonders Vampir Lukas, von dem ich so ein kleiner Fan bin. Es wird wohl irgendwie als Romantasy verkauft. Das habe ich jetzt auch schon so ein bisschen mitgekriegt und dachte, nee, also die romantische Seite ist im ersten Teil nicht vorhanden. Also wer hier irgendwie eine romantische Seite zwischen ihr und vielleicht irgendwie einem Vampir oder Werwolf oder ihrem neuen Partner oder was auch immer erwartet, das ist nicht so. Emma hat einen Freund, der auch eine Rolle spielt in der Geschichte. Also da sollte man jetzt nicht irgendwie da mit falschen Erwartungen rangehen. Mir hat persönlich so ein bisschen das besondere Etwas in der Geschichte gefehlt und ich fand auch, dass die Auflösung am Ende schon sehr ein bisschen an den Haaren herbeigezogen war und für mich auch so ein Augenroll-Moment hatte, muss ich ehrlich sagen. Ich habe recht schnell gedacht, es wird doch hoffentlich nicht in diese Richtung gehen, aber so war es dann doch und das fand ich tatsächlich sehr schade. Also während wirklich so 90% richtig ein Highlight waren, war so das letzte hinten und auch so das Besondere, hat ein bisschen gefehlt. Aber es ist eine tolle Geschichte, es ist wirklich Urban Fantasy, wie ich sie gerne lese, wie sie wirklich auch für Erwachsene einfach gemacht ist, wo nicht irgendwie was übertrieben ist, zu jugendlich ist. Wir haben, wie gesagt, auch nicht irgendwas Romantisches und schon, es macht auf jeden Fall Spaß.
Und ich mochte es wirklich sehr, wie es einfach normal war, dass hier eben Vampire und Werwölfe um uns herum sind und wie auch Emma damit umgegangen ist. Und auch wie sie anfangs so ein bisschen gezweifelt hat mit ihrer Situation und dann aber so nach und nach wir einfach mit ihr auch Rätsel lösen können und uns hier auf den Weg machen. Also richtig, richtig tolles Buch, hat super viel Spaß gemacht, habe ich wirklich in 3 Tagen weggesuchtet und hatte hier wirklich große Freuden zu lauschen, während ich mein Gesicht gegen Sonne reckte. Und ja, das hat mir wirklich besonders gut gefallen und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf den zweiten Teil, den ich auf jeden Fall dann auch im Sommer hören werde. Und das waren sie jetzt, die 5 Bücher der Woche. Ja, es war gefühlt jede Emotion irgendwie dabei. Und ja, das ist halt dann auch immer so ein bisschen das Schöne, wenn man von allem was hat. Wobei ich natürlich jetzt 5 Highlight-Bücher irgendwie cooler gefunden hätte. Aber ja, die Erwartungshaltung kann man ja gar nicht haben. Also es wäre auch sehr unrealistisch. Ja, zum Ende hin noch ein bisschen was zu meinem Rewatch von Stranger Things. Ab ja, jetzt nächster Woche ist es ja soweit, dass die neue Staffel auf Netflix, zumindest der erste Teil der 4. Staffel, gezeigt wird. Die Staffel wird ja auch aufgeteilt und ich habe ja schon in der letzten Bücherwoche erzählt, dass ich die 1. Staffel angeschaut habe und ich habe auch ein bisschen jetzt in der 2. geguckt. Ich bin, glaube ich, auch so gut wie durch jetzt mit der 2. Staffel. Werde mich jetzt so ein bisschen sputen, dass ich die 3. auch noch fertig habe und dann an dem Wochenende auf jeden Fall auch mit der 4. beginnen. Also sobald sie dann da ist. Sie wird wie immer auf Netflix laufen. Das war auch eine Frage, die mich, glaube ich, auf Instagram erreicht hatte. Und da kann man sie dann eben in 2 Teilen sozusagen anschauen. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe dieses 80er-Jahre-Feeling. Ich mag diese Musik, ich mag die Charaktere, ich mag die Klamotten. Ich mag, wie uns diese Zeit einfach nochmal näher gebracht wird, wie verschiedenste ja, Horrorfilme oder Gruselfilme aus den 80ern, 90ern noch so ein bisschen hier im Grunde eine Rolle spielen, wie man einfach so diese Unterwelt hat, dieses Thema mit Elfie hat, auch wenn ich da die 2. Staffel rund um Elfie, hätte ich mir vielleicht ein bisschen was anderes gewünscht. Ich mag das Zusammenspiel der 4 Jungs. Ich mag auch, wie die Erwachsenen und auch die Jugendlichen in dieser Geschichte jetzt so ein bisschen nach vorne gepusht wurden und eben auch eine Rolle spielen. Ich mag Harper wirklich toll. Ich mag die Rolle von Winona Ryder, deren Namen ich jetzt gerade wieder verdrängt habe. Ich mag diese ganze Atmosphäre. Also es erinnert mich ja sehr an Monster 1983. Das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Spielt ja auch in den 80er Jahren. Und es, ja, man hat halt wirklich das Gefühl, man guckt eigentlich einen Film aus dieser Zeit und es ist wirklich perfekt eingefangen. Es macht super viel Spaß und man kann das auch wirklich wegschauen, so 3 Folgen am Stück, das ist gefühlt überhaupt nichts. Und ich habe da wirklich große Freude. Ich freue mich jetzt dann auch schon auf die 3. Staffel und natürlich auch auf die 4. Staffel und bin da auch mega, mega gespannt, ja, was uns da noch erzählt wird, denn die 3. Staffel hat ja auch sehr, sehr, sehr gemein geendet, wobei ich glaube auch schon die 2. Staffel hat auch einen gemeinen Cliffhanger, aber ja, es wird ja, glaube ich, noch eine 5. Staffel geben, da weiß ich aber noch gar nicht, für wann die irgendwie angekündigt ist, aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und ja, das war soweit die Bücherwoche. Ich bin sehr neugierig, was vielleicht bisher euer Flop oder auch euer Highlight des Monats war, ob ihr euch auch auf Stranger Things freut, schreibt das gerne in die Kommentare, lasst uns da ein bisschen quatschen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und hoffen wir jetzt einfach mal, dass die Woche ein bisschen besser läuft. Es sieht bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Zumindest was das Hörbuch angeht, was ich bis jetzt so lausche. Mal sehen, vielleicht seht ihr das ja schon früher zum Hörgenuss. Werden wir mal sehen, ob es dann tatsächlich ein Highlight wird. Denn der Hörgenuss ja, wird ja dann auch am Donnerstag sein, am Feiertag. Ich glaube, es müsste auch in Deutschland weiter Feiertag sein. Und da könnt ihr euch dann am Donnerstag auch auf den Hörgenuss wieder freuen. Und ich danke euch jetzt einfach fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen tollen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.